je größer die Reichweite ist, desto mehr kann man beeinflussen. Wenn jetzt jemand sagt, der Kandidat ist ein Trottel, vielleicht kann er es laut Medienrecht nicht so direkt sagen, sondern er muss es vielleicht etwas umformulieren, ja, kann das durchaus sein, dass das denn die Wahl kostet, wenn er 30 Millionen Follower hat im deutschsprachigen Raum oder 25. Und die Tagesschau beispielsweise gibt es ja auch auf YouTube, aber die fasst da absolut schwer Fuß nur auf diese Plattform YouTube eben. Und woran liegt denn das, dass keiner sich scheinbar auf YouTube für die Tagesschau interessiert? Das hat nur teilweise mal einzelne Sendungen nur 1000 Aufrufe, während andere einzelne Vlogs 100.000 Aufrufe haben. Ja, weil es weder cool ist noch sonst etwas. Das ist Old Economy versucht, den New Economy mit den Medien zu führen. Das funktioniert nicht. New Economy funktioniert instantaneous, Spaß, Spiel. Und gleichzeitig todernst Business, aber nicht bürokratisch. Und das, was Sie bei der Diskussion gesehen haben, ist, glaube ich, vor allem der Kampf zwischen einem archaischen Establishment, was ja auch die EU-Parlamentsabgeordnete nicht beantwortet hat, obwohl sie sonst durchaus legitime Thesen gehabt hat teilweise, das archaische politische Establishment und wirtschaftliche Establishment, was versucht zu bewahren, was nicht mehr zu bewahren geht, und die New Economy, die einfach total alles anders macht. Ja? Der Kaiser Franz Josef hat noch gesagt, im Krieg, er hat ein Pferd gebraucht und vielleicht hat man das Pferd noch etwas besser gezüchtet, dass es auch schneller war. Aber es ist irgendwann einfach ein Panzer gekommen und hat das Pferd erschossen. Und so, und die New Economy ist wie der Panzer. Er schießt einfach das Pferd und ganze Pferdearmeen. Und die Leute, die es nicht erkennen, die werden dasselbe Schicksal erleben. Sie werden erschossen, zwar wirtschaftlich. Trotzdem wird es ja wahrscheinlich ein gewisses Bedürfnis geben für so klassische Sender, auch für eben Formate wie die Tagesschau, damit man eben seriöse Nachrichten hat. Irgendein Bedürfnis wird es geben, genauso wie auch klassische Musik irgendein Bedürfnis hat. Vielleicht ein halbes Prozent der Bevölkerung durchaus, aber eben nicht die Masse. Und die Masse geht zur Wahlurne und das heißt, nicht die Minderheit. Die Tagesschau ist dann momentan so ein bisschen am Sterben. Ja. Nicht nur die? Nicht nur die. Wir haben heute eine Grenze, wo die Bedeutung von Social Media und YouTube und all diesen Kanälen immer wichtiger wird, also so ungefähr genauso wichtig wird die klassischen Medien. Mein erstes Buch habe ich nur die klassischen Medien vertrieben. Mein heutiges neues Buch haben wir schon 15.000 Mal verkauft, bevor ich ein klassisches Medium überhaupt berichtet hat. Das heißt, das klassische Medium wird immer unwichtiger. Ich sage ja noch nicht, dass es heute noch eine Bedeutung hat, aber 5 bis 7 Jahre von heute wird die Bedeutung deutlich schwinden, während Social-Media-Kanäle weiter gewinnen werden. Slav, Dankeschön.